Ich muss dazu sagen, wir haben ein bisschen eine Umstrukturierung vorgenommen. Ich habe mich von meinem alten Geschäftspartner und Freund getrennt. Hallo, hallo. Und er war mein großes Sprüher-Vorbild. Ich war ja auch Sprüher. Meine ganze Jugend lang über habe ich mit Graffiti verbracht. Wie gut kennst du die 187? Weil du tätowierst ja schon mehrere von denen. Du hast ja auch gerade Jesus tätowiert wieder. Da habe ich dann halt eben Frost und Jesus kennengelernt. Ich meine, das ist ein Thema, was polarisiert. Ich war wirklich, wirklich, also integrierte Hellsehen, das mehr geht nicht. Das war mein ganzes Welt. Yes. Bro, was geht ab? Top, top, top. Ich fühle mich fit wie immer. Sehr gut, Brody. Für eine geile Episode of Harry and Matt's High Pressure Podcast. Wir haben ja heute ein paar Fragen bekommen von unseren Zuschauern. So und sieht's aus. Die wollen wir natürlich gerne auch beantworten. Genau, dir geht's gut, du hast es schon gesagt, mir geht's auch gut, Gott sei Dank, alle gesund, alle glücklich. Also, let's go. Okay, ich fange an. Erstmal hallo an Steph. Ihr kennt alle Steph Zimmer. Stefan Zimmer hinter der Kamera. Er ist unser Cotter. Wir haben auch noch Mowgli mit dabei heute wieder. Genau. Mowgli, ist alles gut in der Unterzeit. Wir auch mal gleich in die Kamera. Die ja, hat sich du kommst auch gleich in die Kamera. Gemacht. Und nicht Stefan beißen. Ne? Okay, Harry, ich habe ein paar Fragen an dich. Erstmal, gibt es was Neues bei Prime Tattoo, das du gern teilen willst? Ja, Prime Tattoos hat sich super entwickelt in den letzten Monaten, Gott sei Dank. Ich muss dazu sagen, wir haben ein bisschen eine Umstrukturierung vorgenommen. Ich habe mich von meinem alten Geschäftspartner und Freund getrennt, geschäftlich. Privat sind wir nach wie vor gut, aber geschäftlich hat das einfach nicht mehr gepasst. Und danach habe ich dann die Verantwortung natürlich noch mehr übernommen, weil jetzt ist es nur noch mein Laden und habe dann natürlich ein bisschen umstrukturiert. Ich habe also schön ein bisschen renoviert. Ich habe neue Lampen, neue Dekokissen, neue Website, neue Kaffeemaschine für die Jungs, alles ein bisschen umorganisiert und den ganzen Social-Media-Präsenz viel stärker ausgebaut. Und vor allem, was viel wichtiger ist als diese ganzen Änderungen, habe ich natürlich auch neue Künstler bei mir im Laden. Wofür ich sehr, sehr dankbar bin, denn jeder, der Tattoo-Studios betreibt oder in dieser Branche ist, der weiß, wie schwer das ist, gute Künstler zu finden. Nicht nur gute Künstler, aber sondern auch zuverlässige, genau, zuverlässige. Ehrliche, zuverlässige Künstler. Das ist fast unmöglich. Die keine Junkies sind und keine Drama-Queens sind. Das ist schwer zu finden. Und deswegen bin ich dankbar für jeden talentierten Artist, der zu mir kommt, und gebe den Künstlern auch die dementsprechende Wertschätzung, die ich ihnen schuldig bin. Und ich sorge einfach dafür, dass sie sich wohlfühlen, indem ich ihnen die bestmöglichen Arbeitsplatzbedingungen biete. Und das spürt jeder, der bei mir arbeitet. Und deswegen bleiben die Leute auch gerne bei mir. Weil ich biete eine Perspektive, ich biete Aufstiegschancen und ich biete einfach dieses geile familiäre Miteinander. Bei uns im Shop haben wir halt einen Shopmanager. Schöne Grüße an der Stelle. Der ist viel mehr als ein Shopmanager. Der ist meine rechte Hand. Und mit ihm baue ich das gemeinsam auf. Der sich um alles kümmert, der für jeden Künstler da ist. Wir helfen bei den Bookings. Wir helfen bei der Social Media. Habe ich schon ihn getroffen? Wir machen die Leute berühmt auf Social Media. Ja, du hast ihn schon getroffen. Henry ist sein Name. Ah, Henry. Henry, danke für deine Mitarbeit und für deine Treue. Ich freue mich, dass wir zusammen das Ding groß machen, Brudi. Und genau, das hat sich geändert bei mir im Laden. Und ja, die zwei neuen Künstler sind Richie und Jan. Könnt ihr gerne mal abchecken bei Instagram. Die sind auf dem Prime Tattoos Profil verlinkt. Herzlich willkommen im Team auch nochmal. Mein erster Azubi, Marc. Marc Okas heißt er bei Instagram, hat seine Ausbildung fertig. Ich bin sehr, sehr stolz auf ihn. Gleichzeitig bin ich auch stolz auf mich. Ist das der Dunkelhaarige, diese hohen? Nein, das ist der Blonde. Ah, der Blonde. Ah, ja, jetzt weiß ich, wer das ist. Er ist ein sehr guter Künstler. Und ich bin sehr stolz auf ihn und auch gleichzeitig auf mich, dass ich ihn ausgebildet habe, dass er es alles geschafft hat. Er ist ein sehr, sehr guter Künstler geworden. Wie lange hat das gedauert? 3 Jahre. Ja, genau. 3 Jahre Ausbildung zum Tätowierer. So ist es auch bei mir in Tattoo Fashion, die Formel. 3 Jahre Ausbildungszeit. Ja, und jetzt hat er es geschafft und ist ein sehr guter Künstler. Er ist jetzt selbstständig. Er kann sich jetzt aufbauen. Er ist unabhängig. Ist er gut gebucht auch? Arbeiten, wie er möchte und wie er will. Und er ist nicht nur gut gebucht, er hat super Stammkundschaft über Monate. Wie funktioniert das, wenn man jetzt ein Booking bei euch bei Prime Tattoos machen will? Funktioniert das über die Prime Tattoos Instagram-Seite oder über den Facebook-Seite? Oder wie läuft das? Wenn man jetzt, wenn der jetzt ein Zuschauer hier sitzt und sagt, ich will gerne ein Booking haben bei deinem neuen Tätowierer da, wie läuft das ab? Ja, 2 Wege. Beide sind über Instagram. Entweder Prime Tattoos Instagram-Seite anschreiben oder den Künstler direkt anschreiben.
die Künstler, die bei mir arbeiten. Alle Künstler sind verlinkt, haben auch eigene Social-Media-Profile natürlich, sind alle selbstständig. Ja. Und deswegen einfach anschreiben oder auch gerne einfach vorbeikommen. Wir haben einen richtig wunderschönen großen Laden, 400 Quadratmeter mitten in Hamburg. Bei uns gibt es immer einen schönen Kaffee oder Cappuccino oder ein Wasser oder auch ein Lunch. Und ein gute Geschitte. Genau, da kann man gerne vorbeikommen und sich beraten lassen bei unserem Manager oder bei einem unserer Künstler. Jederzeit, Montag bis Freitag, 12 bis 18 Uhr. Du hast eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar? Man kann auch Klavier spielen. Sogar bald kann man auch E-Gitarre spielen. Ja, ja. Ja, ich habe eine neue E-Gitarre als Deko für die Wand. Ja, sehr sieht geil. Brutal aus. So wie Rockcafé? So ja, aber die ist so richtig so wie so eine Heavy-Metal-E-Gitarre. Ja, okay. Die ist so schwarz, Hochglanz und so richtig zackig. Sieht schon so ein bisschen diabolisch fast aus. Ah, wow. Ja, meine Gitarre ist ja von der Klampfe. Ist ja von der Frontsinger von Pantera. Da ist er tot, leider. Ja. Und das ist seine Gitarre, was ich hing habe. Mit tierisch viel Geld gekostet für Rockcafé. Aber geil mit solchen Deko. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja so mit Trennungssache. Ich sag, manchmal funktioniert die Sache einfach besser auf einer freundlichen Sache. Und manchmal findet man aus, dass man geschäftlich nicht. Und dann ist das auch manchmal besser, das einfach so trennen. Man schließt ordentlich mit die Türen und dann ist ja gut. Ja, also es ist natürlich so, dass im Unternehmertum jeder ein bisschen anders tickt und jeder da andere Prioritäten setzt. Und so wenn, ist, das, so ist wenn das einfach dann irgendwann nicht mehr passt, dann muss man das dann auch einsehen, glaube ich. Ja, ja, genau. Da sind wir jetzt angekommen und so sind jetzt alle zufrieden, wir haben uns geeinigt und alles ist gut. Ja, das ist perfekt. Ja. Da braucht man auch nicht mehr darüber sprechen. Genau. Mein lieber Mats, ich habe aber auch Fragen an dich. Ich würde mal sagen, dass wir uns so ein bisschen abwechseln. Bist du einverstanden damit? Da bin ich ein bisschen mehr einverstanden. Steff, bist du ein... Ist das okay mit dir auch noch? 100%. Wir müssen auch Mowgli fragen. Mowgli? Mowgli schläft gerade. Es ist süß, dass du jetzt gerade deinen Hund Mowgli erwähnst, denn die nächste Frage geht um Mowgli, die wollte ich dir gerne einmal stellen, aber kannst du sie einmal ja, schnell zeigen? Ja, wir müssen ihn präsentieren, warte mal. Mowgli, kannst du ihn einmal, hier, einmal den komm guten Mowgli präsentieren, bitte? Er ist eine große Mikrobulli, er wiegt fast 30 Kilo, ich würde mir sagen, er hat Lilac die Farbe, aber ich sehe gar nicht geschickt über Mowgli, weil Mowgli ist weltberühmt, sein Papa, und das ist ohne Scheiß, ist Rockstar in diesem Milieu. Das ist Beispiel. Show. Ja, Mowgli, komm hier. Mowgli, geh mal zu Papa rüber. Mowgli. Hier, komm. Geh mal zu deinem Papa. Komm hier, Mowgli. Mowgli, komm hier. Genau. So, ich nehme ihn mal hoch. Komm hier. Oh, das ist schon schwer. Deswegen habe ich. Ui, ja, ja, hier komm ich. Ja, hi, Schatz. Ui. Ein bisschen schläfrig sieht er aus. Ja, der Dicke. Da ist er. Das ist Mowgli. Hi, Mowgli. Hallo, sagt es um die Kamera. Hallo. Nee, auf jeden Fall, Mowgli ist ein Mikrobulli. Die Frage muss ich ja noch stellen. Ah, ja, genau, die Frage, die Zuschauer gestellt haben, ist nämlich ganz einfach, klipp und klar, wie hast du Mowgli bekommen? Die Frage wurde gestellt, weil Mowgli ja so eine ganz besondere Rasse ist, aber dazu weiß ich nicht viel. Erzähl es bitte den Zuschauern. Ich erzähle die Geschichte. So, ich habe immer Hunden geliebt, also ich liebe fast alle Tiere, aber Hunde, ich habe auch fast welche immer... Welche Tiere liebst du nicht? Also ich liebe nicht Katzen. Also ich würde dir niemals wehtun. Ich mag einfach Katzen. Okay, ich und was finde, ist mit Spinnen? Spinnen mag ich auch nicht. Aber ich sogar, wenn ich in Club war, da hatte ich in mein Zimmer im Clubhaus, habe ich zwei großen Spinner gehabt. Also magst du Spinnen lieber als Katzen? Was ich mag beide nicht so gerne. Ich glaube einfach, die Spinner bin ich, aber ich fand das cool. Also wenn ich Mädels mit hochgenommen habe zum Zimmer und so, oh, Spinnen. Ja, aber die Mädels fanden das nicht so cool, glaube ich. Nee, aber, aber die fanden es wieder ein bisschen cool, dass du das cool fandest wahrscheinlich. Ja, oder dann finde ich, dass ich die ein bisschen beschützen soll. Ja, ja, genau. Also hast du einfach künstlich ein bisschen Angst erzeugt in diesem Raum. Und dann warst du immer... Sind in meine Arme gelandet. Dann warst du der Retter. Ja. Was für eine Überraschung. Nee, auf jeden Fall, ich habe immer Hunden sehr geliebt. Ich habe auch immer Hunden gehabt und in meiner Familie ja auch. Ich komme ja von einer Pferdefamilie. So, wir haben viele Tiere gehabt. Und meine ganze Zeit, in Clubzeit und so, haben wir immer Hunden auch im Clubhaus gehabt. Und dadurch habe ich ja immer diese Zufriedenheitsstellung mit Hunden gekriegt. Und dann war ich ja, wo ich denn mich ausgemeldet hatte und dann irgendwann hatte ich ja die Zeit, weil ich finde auch, wenn man sich entscheidet, einen Hund zu kriegen, ist das eine sehr, sehr große Verantwortlichkeit, weil ein Hund... Da hast du recht, darf ich dazu kurz was sagen, weil da habe ich auch mal eine Geschichte mitbekommen aus dem näheren Freundeskreis, wo das nämlich leider dann genau nicht so war und da hat sich dann jemand einen Hund geholt irgendwie und im Nachhinein
wurde klar, der hat sich den Hund nur geholt, so als Spielzeug oder als Statussymbol. Ja. Und das ist nicht okay. Und nee, das ist überhaupt nicht okay. Ging es dann auch irgendwann nicht mehr gut und das ist keine gute Sache. Das ist nicht ich hoffe, dass du derjenige Bescheid gesagt hast. Weil ja, das ist und zwar auf eine ganz, ganz harte Art und Weise. Ja. Auch habe ich ganz, ganz hart meine Meinung dazu gesagt. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Dann soll man das nicht machen, weil dieses kleine Hundeleben von diesem Hundewelpen ist dann dauerhaft gestört, wenn natürlich das da in die Psyche eindringt und der Hund das merkt, dass sich nicht richtig um ihn gekümmert wird und der Hund nur rumgereicht wird von dem zu dem zu dem und der soll aufpassen und da und da. Du musst dich Hundeleben auf jeden Fall dauerhaft beeinträchtigt. Ich sag dir ein Hund, ich weiß nicht, wie viel du weißt über Hunde, aber ich habe nicht viel. Ich habe mehrere Bücher gelesen über Hunde, ich habe so auch Audiobooks, auch wie ein Hund Kopf funktioniert. Also ein Hund liebt seine Herr so viel, dass er träumt jeden Nacht von denen. Das sagen die. Er sieht derjenige als seine Familie, was es ja auch wirklich ist, als Papa und Herr und solchen Sachen. Oder Mutter. So doll, der Hund liebt dich unendlich. So, da musst du dich vorstellen, diese Liebe hat er gerade zu dir und dann schmeißt du ihm so irgendwie einen anderen. Denn erst danach ist er sehr, sehr traurig, kriegt dann einen neuen Inhaber. Dann geht es, deswegen werden die verrückt. Was ist los, Amoshi? Nee. Weil die so bedingungslos und so intensiv lieben. So ist es. Und wenn sie dann rumgereicht werden und das eben merken und dann immer wieder verstoßen werden, dann macht man die kaputt damit, ne? So ist es auch. Ja, genau. Und ja, auf jeden Fall, dann hatte ich dann meine ersten, in meiner Familie haben wir auch immer Hunden gehabt. Und dann habe ich dann meine ersten Hunden selber entschieden zu kriegen und das war Princess. Und von, Prince, die kenne ich doch noch. Ja, genau, ja. Von Polen, die habe ich fast 10 Jahre, sie ist leider aus Krebs gestorben. Möge sie in Frieden ruhen. Ja, und dann hatte ich hatte ja zwei sogar an der gleichen Zeit und ich muss auch schnell dazu sagen, dass ich kann mir nur erlauben, Hund zu haben, weil ich selbstständig bin, weil dann kann ich den mit rum überall haben. Habe ich auch mit Princess Holly gehabt oder meine Läden. Und die sind nie alleine. Nicht, dass ich sage, dass es falsch ist, weil manchmal sollen Hunde auch alleine werden zu Hause. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich habe immer Mowgli mit mir rum oder damals Princess und Holly. So. Ja, zurück zu der Mowgli-Geschichte. Ja, die sind ja dann, wo Princess gestorben ist, ist nicht lange gegangen, ist Holly gestorben. Und das ist auch einen guten, so erklären, wie hoch Hunde lieben hinander. Und dass sie sehr ähnlich ist zu Menschen. Man hört ja auch oft von Menschen, die leben zusammen, die ganzes Leben lang. Ehepaar. Auch, ja, genau, wenn das viel, das ist ja fast Dinosaurier so geworden, weil heutzutage denkt alle immer, die Grünen, die Gras ist grün auf der anderen Feld, da liegen so viele Leute, die kämpfen gar nicht mehr von deren Beziehungs- und solchen Sachen, weil da steht immer ein Neuer vor der Tür. Aber auf jeden Fall, du weißt ja selber von der Seite unserer Eltern und so, weil meine Eltern sind zusammen 50 Jahren. Aber auf jeden Fall, wenn ein stirbt in so einem Ehepaar, da geht ja nicht lange, denn der andere stirbt auch. Ja. Und so war das auch mit Mowgli und Holly. Holly ist gestorben in einer ganz normalen OP. Da will ich auch nicht so viel drüber reden, weil dann fange ich einfach an zu weinen. Das muss ich ganz ehrlich zustehen. Ich liebe meine Hunde so hoch, wie ich meinen Sohn liebe. Ich weiß, das hört sich ein bisschen wild an, aber es ist einfach so. Die Liebe zu meinen Hunden ist genau wie mein Kind. Also ich liebe den so hoch, das kann man sich gar nicht vorstellen. So. Dann bräuchte ich erstmal ein paar Jahre zu trauern. Heißt trauern, ne? Ja. Ein paar Jahre zu trauern und irgendwann hat ein guter Freund, Frankie, Grüße geht auch als Frankie, den kennst du auch. Grüße an Frank. Ja, Grüße an Frank. Und Kata, gute Freunde von mir, Frankie, jahrelang. Und der hatte einen Hund gekriegt, Snowball. Ach ja, den kenne ich ja, auch. Ja, Mowgli, Mikrobulli. Ja. Und das ist ja eine sehr seltene Rasse, ist es ja immer noch. Das war die erste Mal und ich mag auch gern Großhunden. Ich liebe als Beispiel einen American Bully XXL. Ich finde die top. Aber für mich, was ich tue, und das ist da wieder, man muss auch gucken, was ist gut für den Hund. Ich hole mir nicht so einen großen Hund, weil das würde für meinen Alltag nicht gut passen. Auch nicht für meine Läden, für mein Gastro. Die Leute würden Angst kriegen, so ein großer Hund, auch wenn das sehr friedlich ist, aber das geht nicht. Guck mal, heute auch, wir haben ja kein Problem mehr mit Mowgli gehabt. Nö, überhaupt nicht. Weil er gut erzogen ist. Der ist immer locker drauf. Ja, und das ist, weil er ihm gut erzogen ist. Aber dazu kommen wir, weil das ist auch eine sehr wichtige Sache. Da gibt es nichts Schlimmeres als unerzogene Kinder und Hunden. Ja, und das war auch nämlich der Fall in der Geschichte, die ich eben erwähnt habe von dem Freund. Der hat den Hund überhaupt nicht erzogen. Und das ging alles nur schief. Und das geht nicht klar. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und dann sage ich dir, was passiert. Dann wird der Hund verstört, der macht alles kaputt. Der bellt immer, der springt immer hoch und all solche Sachen. Das kommt ja, weil er nicht ohne gesogen ist und weil sein Kopf kaputt ist. Aber das ist eine andere Geschichte. So, auf jeden Fall zurück zum die Snowball-Geschichte. Dann habe ich Snowball kennengelernt. Und super Hund einfach.
Der hat mich so, der hat sich auch, da war ein super Hund. Und da wusste ich schon, okay, jetzt habe ich schon gespürt, vielleicht ist es Zeit, dass ich mir ein neues Kind kriege. Und ich wollte auch einen Mikropulli. Und ich kenne viele Leute in der Hundwelt, in Deutschland, auch Dänemark. Und darauf hat mehr Leute mich empfohlen, Norman von Unique Bullis. Große Grüße geht auch aus Norman. Er ist auch mittlerweile. Wie heißt die Firma? Unique Bullis. Mhm. Unique Bullis. Er ist auch mittlerweile ein guter Freund von mir geworden. Durch diesen ganzen Geschäft, was wir miteinander gemacht haben. Er ist ein super korrekter Typ. Und das sage ich nicht nur Norman, wenn ich jetzt nochmal einen Hund, dass ich irgendwie Rabatt kriege. Aber er ist ein super korrekter Typ. Er ist, ja, das ist er wirklich. Und ich wünsche ihm das Beste in der Welt mit seinem Geschäft, wo er sehr viel Erfolg mit hat. Ich glaube schon, kann schon sagen, er ist der einzige und besten von Mikrobullis in Deutschland. Auf jeden Fall mit der besten Ruf, würde ich sagen. Und von ihm hast du Mowgli gekauft? Von ihm habe ich Mowgli gekauft. So, und von wem stammt Mowgli ab? Der stand auch von Mr. Unstoppable. Mr. Unstoppable und die Mama Mrs. Limonade. Und die sind beide Rockstars in dieser Welt. Ihr müsst euch vorstellen, diesem Geschäft mit Hunden oder diesem Szene ist gigantisch groß. Norman macht nichts anders. Die ganzen Jahre rum, er süchtet natürlich. Unten bei Frankfurt. Und die haben einen großen, ich habe das alles gesehen, ich hatte mit ihm telefoniert. Aber für mich ist egal, wo das ist. Ich musste erstmal gucken, ob alles stimmt, weil auf Instagram kann alles gut und alles schön aussehen und Leute können alles da vorstellen. Ja, klar. Da wollte gerade jetzt auch nichts Simples erzählen, aber ich will ja auch keinen über die Füße stößen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zum alle Männer kennt, wenn Leute von langer diese Position stehen, denn wenn man die in Wirklichkeit sieht, dann ist das nicht so das richtige Bild. Catfish. Ja, genau. Ja, eigentlich so das richtige Bild. Aber egal, das passiert, ist ja ein anderer Geschichte. Ja, passiert, ja. Aber auf jeden Fall habe ich den abgesprochen. Ich wollte da unten fahren, bin ich da unten gefahren und das war Wahnsinn. Auch große Grüße gehen an seine Frau, auch sehr liebe Mensch. Und sie hat ja viele Pferde, die haben große Stallen, die haben alles hochgebaut für Züchten. Also das ist so professionell gemacht. Die haben Laufbänder für die Hunde, kleine Laufbänder, so süß, wo die Hunde draufsteht. Besonders auch gerade, wo die Mama geboren hat, müsste ja auch immer noch ein bisschen Motion haben. Er ist OCD wie mich, das was mich auch sehr gut beeindruckt, so wie du auch. Er nimmt Ordnung sehr, sehr, also er macht sauber die ganze Zeit, sieht man auf seinem Instagram, aber nur sauber, sauber, sauber. Weil sollten keine Hunden, das weiß alle, da müssen nur die kacken überall und sind Banditen. Und ja, dann die Geschichte war ja, dann hatte ich mich erst verliebt in liebe Bertha. Bertha war eine Hunden, aber sie hat dann keine Defekt gehabt mit ihr Schwanz. Das hat ein bisschen gebrochen und dann hatte ich Angst, dass etwas war mit ihr. Aber das war nicht die endgültige, weil ich hatte, das war nicht der endgültige Grund, dass ich sie nicht genommen habe. Aber sie ist so trotz in unserer Familie jetzt. Das ist eine gute Geschichte. So, ich bin da unten gekommen und dann musste ich nochmal gucken, weil Mowgli hatte ich gar nicht gesehen auf den ersten Fahrt da unten. Denn die zweiten Mal war ich da unten mit meinen damaligen Freunden und wir müssten sowieso nach Dubai. Und er hat dann den ganzen Tag bei mir. Und dann auf einmal, und ich wusste noch nicht mit Bertha und so. Und auf einmal sagt sie, Mats, hast du schon diese kleine Lümmel gesehen? Und das war von einer Wurf mit dem gleichen Papa, Mr. Unstoppable, weil das war wichtig. Auch wegen seiner Papiere, er hat die beste Papiere. Also ich sage, so ein Hund mit Mowgli, sehr, sehr. Also da braucht man nicht hinkommen mit 6, 7K, das liegt schon darüber. Dann brauch ich nicht mehr sagen. Das sind so teure Hunden, aber ist auch, das Geld spielt ja auch keine Rolle, wenn die aber also super, super gesüchtet. Ich habe toi, toi, toi. Mowgli, er ist jetzt gerade 2 geworden, war noch nie krank, war keine Probleme. Auch nicht mit seinem Atmen und solchen Sachen, was oft mit diesem Süchten Problem ist. Aber wir sind wieder hingekommen, sehr beeindruckend, das Ganze, alles da. Und auf einmal sagt sie, und dann sehe ich diese kleine Dicken, er war so dick, wenn er ganz kleine Baby war, ist er durch alle die anderen seine Geschwistern für das Essen, hat sie weggebackst und hat das Essen vorne, er war so freck. Und dann habe ich sie ihm hochgenommen und dann habe ich sofort dieses Gefühl, ihr kennt dieses Bauchgefühl, wo es einfach richtig spürt. Ich habe in seine Augen geguckt und ich wusste einfach, das ist meine Junge. Und das war ja meine erste Rude. Ich habe immer nur Hunden gehabt. Und das ist ein bisschen, bei Ruden muss man schon ein bisschen härter sein. Die wollen auch manchmal, besonders bei Bullies, die wollen ja gerne mal diesen, wie genau wie Rottweilern und Dobermanns und sollten sagen, Schäfern, Ruden, die wollen ja gerne irgendwie so ein bisschen spielen, wer ist der Chef. So.
Auf jeden Fall habe ich mich in ihn verliebt und ich gesagt, das muss der werden. Habe ich ein bisschen Mitleid mit Bertha, weil Bertha hat mich auch schon ein bisschen mitverliebt. Aber weißt du, wer ihn genommen hatte? Wer? Unser guter Freund Jan, mein Handwerker. Ach so, Jan aus Bei dem ja. Tag, wo ich Mogi abgeholt hatte, das ist ein geiles Geschenk, Steff. Hat er Bertha genommen, gell? Ja, hat er Bertha genommen und hat gesagt, weißt du was, ich lasse die Bertha heißen. Weil das bei die, und das ist Mogis Freundin. Aber ich habe schon zu Mogi gesagt, das geht nicht, weil das ist Inzest. Ja, ist weil Schwester. Die haben ja die gleichen Papa. Ist Schwester, Halbschwester. Ja, Halbschwester, ja. Das geht nicht. Nee, da können die keinen... Nee, nee, aber er liebt sich schon. Oh, hau, hau, hau. Aber sie ist auch sehr, aber sehr... Aber das ist Inzest, das ja, ja, das geht nicht. Nee, nee, nee. Die können ein bisschen küssen und so. Er hat ja schon versucht ein paar Mal, sich zu verwalten. Ja. Aber das geht nicht. Aber so Mogi, pack den Schwanz weg, der. Das geht nicht. Will nicht. Das geht nicht, das geht nicht, Digga. Ja, aber auf jeden Fall. Aber sie ist super, Husbärter. Ja, und so ist Mogi entstanden und dann ist er hochgekommen zu mir und ich nehme meine Sachen sehr ernst. Du kennst mich ja mittlerweile sehr viele Jahre und wenn man etwas macht, wenn man nur A sagst, musst du auch B sagen. Das heißt, ich bin zweimal in die Woche mit ihm auf Hundschule gegangen. Die erstes Jahr. Und er ist sehr guter Sohn, er bellt nicht, er ist mit Kinder kann alles mit ihm machen, was war sehr wichtig für mich. Er ist nicht aggressiv Menschen gegenüber. Und ja, genau. Und ja, ich freue mich tierisch, darüber danke an Norman, an seine Vertrauen, dass ich dürfte eine seiner Poppys kaufen, weil er nimmt das schon sehr, sehr ernst. Jetzt kenne ich ihn ja sehr, sehr gut. Und was zurück zum Thema, diese so eine große Industrie, er reist rund in der ganzen Welt, Spanien, USA, er ist überall, zum jeden Veranstaltung, prestigevolle Veranstaltung auf jeden Fall, von Mikrobullis und hat einen sehr, sehr, sehr bekannten Namen. Also in der Mikrobulli-Szene, alle kennen ihn. Wenn das mit Dingsbums und er ein sehr korrekte, ne, und sehr faire und ja, so ist Mogi dazu gekommen. Der ist gerade 2 Jahre geworden. Ich liebe ihn, wie ich meinen Sohn liebt und er ist immer mit mir rum, genau wie heute. Und wenn ich als Beispiel in Marbella bin, wo er nicht mit, misse ich ihm tierisch. Ich kann fast nicht einschlafen, wenn ich boxe einen Schnagen. Er schnackt so lauf und pupst manchmal, das ist unfassbar. Aber das vermisst man, wenn man sich darin gewöhnt hat. So, das war die Geschichte von Mogli. Ja. Sehr schön. Hattest du schon Tiere gehabt, Harry, in deinem Leben? In meiner Kindheit hatte meine Großmutter einen Hund, eine Hündin, die hieß Josi, die habe ich auch sehr geliebt. Die ist dann irgendwann gestorben. Was für eine Rasse war das? Ein Dackel. Oh, die sind auch süß. Dackel, ja. Sind so süß. Habe ich sehr geliebt als Kind, ja. Genau. Irgendwann ist sie gestorben und danach hatte ich keine Haustiere. Ich hatte nochmal Wellensitze. Warum holt ihr euch nicht eine Prime-Tattoo-Hund? Oh, nee, das... Nee, danke. Das macht mir Arbeit. Ja, aber ja. Du hast ja deinen Shop... Wir sind mitten in der Stadt. Ja, aber er soll nur da wohnen, Digga. Ja. Eben mit der Prime-Tattoo-Hund. Nein, danke. Ja, okay. Was sagst du dazu, Steph? Das wird doch schön sein. Ja, Harry. Ich habe einen Tipp... Ich habe eine Frage an dich. So. Und diese Frage wollte ich dich eigentlich immer fragen. Und ich glaube auch viele Zuschauer, weil man sieht es oft auf dein Instagram... Wie gut kennst du die 187? Weil du tätowierst ja schon mehrere von denen. Du hast ja auch gerade Jesus tätowiert wieder. Ihr seid ja auch sehr gute Freunde. Auch große Grüße geht aus an Jesus. Super cooler Typ. War ja auch schon bei mir feiern in Stottlounge, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das war auch lustig. Da war er aber sehr betrunken. Ja, ja. Aber erzähl mal, wie du die kennengelernt hast und wie das alles entstanden ist, weil du tätowierst ja mehr von denen jetzt auch noch. Ja, also tätowiert von 187 habe ich Maxwell, Bones und Jesus und Carlos. Das sind ja schon so 4. Also ich bin nicht so in die deutsche Rap-Szene. Nicht, dass ich Deutschrap nicht schön finde, weil ich finde absolut, dass Deutschrap viel besser ist als Danish Rap auf jeden Fall. Aber diese Namen sind schon Namen, die ich schon gehört habe, weil die sind schon 187. Wie viele besteht eigentlich aus 187? Wie viele Mitglieder ist da von dieser Gruppe? Weiß ich auch nicht ganz genau. So ein bisschen halt die Rapper-Crew, aber dahinter sind auch noch Graffiti-Sprüher und andere Crewmitglieder halt, wie zum Beispiel Carlos, die einfach auch in der Crew sind, ne? Ja. Es ist nicht nur eine reine Rap-Crew, sondern okay, es ist eine Hip-Hop-Crew. Es sind auch Sprüher mit dabei, ja, und geil. Auch andere Leute, genau. Ja. Wie viele es genau sind, weiß ich auch nicht. Aber zurück zu deiner Frage. Ich habe Jizzes und Frost und Bones kennengelernt, da war ich 15. Ich bin jetzt fast 30, also ja, Wahnsinn. Mein halbes Leben lang kenne ich die. Und zwar Frost, liegt das daran, ist er auch Rapper? Nein, er ist Sprüher. Sprüher, okay. Ja. Und er war mein großes Sprüher-Vorbild. Ich war ja auch Sprüher. Meine ganze Jugend lang über habe ich mit Graffiti verbracht.
Das war für mich mein Lebensinhalt. Das war für mich das Wichtigste in meiner Jugend. Ich habe immer gezeichnet und am Wochenende bin ich ins Schanzenviertel in Hamburg gefahren, habe mir Sprühdosen gekauft, dann bin ich sprühen gegangen, entweder legal im Florapark oder bei anderen Hall of Fames. Florapark ist ein Park in der Schanze. Oder es erlaubt nicht zu sprühen. Genau. Oder auch illegal natürlich in U-Bahn- oder S-Bahn-Depots oder viel auch bei Regionalbahnen und ICEs oder natürlich Graffiti-Spots an der Line, das heißt also an den Gleisen entlang oder auch an der Autobahn oder Street. Also alle Bereiche habe ich abgedeckt und ja, das immer mehrmals die Woche. Und wenn ich mal legal sprühen war, was ich seltener gemacht habe, weil es mir einfach nicht so viel Spaß gemacht hat, dann war ich oft im Florapark. Und der Florapark ist in Hamburg ein legendärer, kultträchtiger Ort. Da steht nämlich die sogenannte Rote Flora. Das ist so ein ganz altes, denkmalgeschütztes, großes Gebäude. Und das ist so ein Teil des autonomen Gebiets in Hamburg und der linksautonomen Szene. Das heißt, es ist so besetzt von Linksautonomen, die machen da Partys und so weiter. Und dahinter ist dieser große Bunker. Also wirklich ein riesiger Bunker. Das ist wohl ein Bunker aus dem Krieg, denke ich mal. Ja. Und den kann man besprühen. Das ist legal. Das ist richtig hoch und rundherum. Und da ist so ein bisschen so damals der Hotspot der Hamburger Hip-Hop- und Graffiti-Szene gewesen. Okay. Und deswegen war ich natürlich immer da, weil ja, das war natürlich ja mein Leben, wie gesagt. Aber du hast auch schon gesagt, in ein paar früher Episodes haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, aber du bist ja auch manchmal zum anderen Länder gereist zu sprühen. Genau, genau. Das habe ich dann auch im späteren Verlauf gemacht. Das ist natürlich dann auch irgendwann ein logischer nächster Schritt, wenn man seinen Namen weiter ausbauen will in der Graffiti-Szene und bekannter werden will, dass man dann rumreist und eben natürlich noch andere U- und S-Bahn-Systeme abhaken will, so quasi auf der Liste. Aber zurück zum Thema. Ich habe also quasi als Jugendlicher da immer rumgehangen mit meinen Freunden und wir haben da natürlich allen möglichen Mist gemacht, was man so als Jugendlicher so macht. Das brauche ich jetzt ja nicht so weit ausführen, das kann sich, glaube ich, jeder denken. Der als Junge in der Großstadt groß geworden ist. Und da habe ich dann halt eben Frost und Jizzes kennengelernt. Ja, und dann haben wir uns ganz schnell angefreundet und haben halt da zusammen mal was getrunken oder abgehangen und gesprüht und so und sind dann auch losgezogen. Und so wurden wir Freunde, ja genau. Und dann hat sich irgendwann nach ein paar Jahren ist der Kontakt so ein bisschen auseinandergegangen, weil ich dann nicht mehr andauernd da rumgehangen habe und die auch nicht mehr und jeder hat sein Ding normal, gemacht. Aber normal, so ist es ja manchmal. Manchmal das ist ganz normal. Wege, ja? Genau, ich habe dann irgendwann meine Tattoo-Karriere gestartet, ungefähr im Alter von 18, also ein paar Jahre später. Und dann habe ich angefangen, in einem Tattoo-Studio zu arbeiten, in Eimsbüttel, was nicht weit weg ist von der Sternschanze und dem Florapark. Und habe aber Carlos immer weiter tätowiert, ein Gründungsmitglied von 187. Schöne Grüße an Carlos an der Stelle. Und dann kam Jizzes natürlich auch eines Tages wieder mit Carlos. Und wir hatten uns lange nicht gesehen, haben wir uns gefreut. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm ein Tattoo mache. Und das habe ich natürlich gemacht. Und das ist jetzt auch schon 7, 8 Jahre her. Also wir kennen uns wirklich lange. Wir waren oft dann auch öfters mal irgendwie zusammen feiern oder haben viel Spaß gehabt. Das war schon coole alte Jugenderinnerung. Ja, also diese ganze Hip-Hop-Szene in Hamburg und diese ganze Jugenderfahrung haben mich schon geprägt. Und hätte ich nicht gesprüht oder wäre ich nicht in der Hip-Hop-Szene gewesen, dann wäre alles auch nicht so gekommen, wie es heute ist. Und deswegen ist es ein großer Teil meines Lebens. Ja, ihr seid auf jeden Fall sehr gute Bekannte, gute Freunde, weil jedes Mal, wenn ihr ihn trifft, dann sagt er auch, wie geht's der gute Harry? Dann fragt er immer nach dir, wenn ihr euch zum Beispiel nicht länger gesehen habt. Oder und was ich auch cool finde von ihm, ist ja auch, er teilt dich auch oft auf seinen Social Media. Aber er muss es sagen, das ist ja auch normal so, du hast ein super Tattoos bei ihm gemacht und dann teilt er natürlich, weil er freut sich, dass er neue Tattoos gekriegt hat. Ja. So ist das. Wir sind beide verheiratet, wir haben beide Kinder und wir kennen uns halt eben schon beide aus den Zeiten, wo wir selber noch Kinder waren. Ja. Und deswegen tauschen wir uns auch darüber oft aus, weil wir haben auch nicht so viele Freunde im Freundeskreis, die verheiratet sind und Kinder haben und deswegen dann hat man immer so ein bisschen gemeinsame Überschneidung und man redet so darüber natürlich. Und du hast gerade, du hast ja fast dein ganzes Körper tätowiert, aber du hast ja gerade ihn jetzt gerade tätowiert auf der Bauch. Was hast du genau da tätowiert? Auf Jizzes Bauch waren noch so ein paar Lücken übrig, dann haben wir das gefüllt mit einem Clown, mit einem Patek Philippe-Symbol, mit noch einem geilen Freehand-Buchstaben im Negativ-Graffiti-Style, so ein K und dann Schattierung und so weiter und so fort und noch ein Fadenkreuz genau in die Mitte auf dem Solarplexus. Also coole Motive, wir haben das cool zusammengestellt. Er hat sehr, sehr tough und stark durchgehalten und jetzt ist Jizzes Bauch komplett voll. Aber sag mal, weil ich bin ja auch selber wieder auf dem Bauch. Wie lange hat diese Session gedauert? Wir haben das unterteilt in 2 Sitzungen. Das waren jeweils 3 bis 4 Stunden. Also es ist schon hart, aber es geht natürlich. Der Bauch tut so weh. Es ist sehr hart, aber er hat es gut durchgehalten. Ja. Natürlich. Er ist stark, der Jesus. Er ist stark. Er hat Respekt gut an Jesus. Auf jeden Fall. Ja.
Das ist eine sehr, sehr harte Nummer gewesen, so ein Bauchtattoo. Mats, ich habe auch noch eine Frage an dich. Gerne, Harry, gerne. Beziehungsweise die Zuschauer. Die Fragen, die wir uns hier gegenseitig stellen, sind ja nicht von uns, sondern von den Zuschauern. Wir beide kennen uns ja schon, wir wissen ja das meiste übereinander. Ja. Aber die Leute da draußen nicht. Und deswegen habe ich eine Frage hier, die wurde öfters gestellt und das ist ein Thema, was, wie sagt man, das ist ein Thema, was polarisiert und ein Begriff, der sehr oft in den Raum geschmissen wird, auch von Seiten der Mainstream-Media. Und zwar warst du ja mal Mitglied der Hells Angels in Dänemark. Das ist korrekt. Dem berühmt-berüchtigten Motorradclub. Und da fragen halt eben manche Leute, wurdest du aus dem Club rausgeschmissen? Bist du im Bad Standing? Hast du da Mist gebaut? Oder warum bist du da nicht mehr drin? Bitte erzähl einmal kurz die Geschichte, warum du da nicht mehr Mitglied bist und wie das Ganze passiert ist. Das kann ich. Also erstmal, ich war nicht rausgeschmissen. Ich bin auch nicht in Bad Standing. Ich bin in Good. Und ja, da, also meine Clubzeit war auch eine sehr wilde Zeit, weil ich war auch sehr jung, wenn ich Mitglied geworden war. Ich war gerade 23 geworden und ich glaube auch, bin mir ganz sicher, ich war die jüngste Mitglied in Europa um der Zeit. Also ich wow. War, ja, wie alt warst du, 23? Ja, gerade 23. Mhm. Ja, ich habe meine Hangout-Zeit im Knast angefangen. Wie alt sind denn normalerweise da die Mitglieder in dem Motorradclub? Also auf jeden Fall älter. Das ist jedenfalls sicher. Aber und ich muss auch ganz schnell dazu sagen, meine ganze Knastzeit und dass ich Bandit war, hat nichts zu tun mit Club. Weil man hört oft, ja, die Club bringt Leute, die bringen eines und gar nicht. Ich war schon Top-Bandit, bevor ich überhaupt in den Club kam. Ich glaube sogar, weil diese Frage kriege ich auch oft gestellt auf meinem Instagram, warst du rausgeschmissen oder so, da war ich nie. Aber das ist korrekt, ich war zweimal raus vom Club. Und die also raus, wieder rein und wieder raus? Ja, genau. Okay. Also, und wie kam das? Die erste Mal war ich nicht rausgeschmissen, so mit Fuß im Arsch. Ich war immer noch Freund von Haus. Ich konnte immer noch weiterkommen, wenn ich kommen wollte. Aber natürlich war das nicht meine Entscheidung. Und was ist denn da passiert? Ja, das ist eine interne Clubsache. Aber das war auf jeden Fall viele falsche Sachen passiert. Und da will ich auch nie auf näheren reingehen. Ich kann nur sagen, da auf jeden Fall falsche Sachen passiert ist, was der Club dann auch später eingesehen hatte. Danach war ich ja tierisch enttäuscht. Und deswegen kamst du dann wieder rein? Genau, genau. Das heißt, da gab es irgendeine Uneinigkeit, du willst es nicht genau sagen und dann warst du raus und später haben die es eingesehen und du warst wieder drin. Genau, den Grund, dass ich das nicht sagen kann, dann muss ich mehrere Namen nennen und das will ich nicht. Nein, natürlich und, nicht. Nee. Und die Sache ist, auf jeden Fall war das nicht in Ordnung, das war nicht richtig und ich war natürlich tierisch sauer und danach bin ich auch nach Frankreich zum Frauenlegion gefahren. Wie lange warst du davor schon im Club? Seit ich 13, 14 Jahre alt war. Also Mitglied zum das Zeit, glaube ich, war da drei Jahre Mitglied. Was meinst du, wenn du sagst, seit du 13, 14 Jahre alt? Weil da habe ich angefangen, in Clubhaus zu kommen. Als ach ganz so. Kleine Junge. Okay. Ja, genau. Und Mitglied wurdest du mit 23? Ja, Mitglied zum 23. Meine Prospect-Zeit oder meine Hangaround-Zeit, das ist ja in Stufen. Erst Hangaround, Prospect und Mitglied. Und zum der Zeit, das war Old School damals. Erst in meinem Charter waren 33 Mitglieder. Damals dürftest du auch keine Arbeit haben. Du hattest nur 24 Stunden frei in der Woche. Das ist nicht so wie heute. Heute würden die niemals keine jungen Leute reinkriegen, wenn die nicht Arbeit haben konnte, was auch viel, viel besser ist. Aber damals warst du viel mehr unter Druck und all solchen Sachen. Wie lange war deine Prospect-Zeit und die Hangaround-Zeit? Die war klein zwei Jahre. Genau, klein zwei Jahre. Genau. Und wie gesagt, ich bin angefangen im Knast. Bin ich angefangen, meine Hangaround-Zeit. Ich habe von da drinnen auch meine, wie wenn du suchst rein, als Beispiel, wenn du eine Bewertung kriegst, hast du das Bewertung oder eine, wenn eine Einladung oder was? Nee, so Papiere, die, wo da steht alles über dich, die wollen gerne bei Prime Tattoo starten als Tätowierer. Bewerbung. Ja, Bewerbung. Habe ja aus Knast ich saß ja im Knast auf der Hells Angel Abteilung. Und wo nur Leute von Club, Hangarounds, Prospects, Supporters und so weiter sitzen dürfte. Und da war ich natürlich. Und da saß ich mit all den alten Mitgliedern von der alten Rockerkrieg in Dänemark. Und viele saßen da mit Lebenshaft und sollten sagen. Und ja, genau. Und dann habe ich da mein Bewerbung reingeschrieben. Sind denn von da angefangen. Das war eigentlich wie ein Clubhaus, nur im Knast.
Wir haben auch ganz einigen Küche, weil wir dürften nicht mitgeteilt werden, wenn die anderen gefangen, weil die hatten Angst, dass Knast, dass wir das alles übernehmen würden. So, deswegen haben wir unsere einige Abteilung. Das war die alten Horsens. Das ist jetzt Museum. Und jetzt haben wir die neue Horsens, was in der Welt, glaube ich. Was ist Horsens? Horsens ist eine Stadt in Dänemark. Ach so. Und das ist auch genannt der Knaststadt. Ne? Okay. Auf jeden Fall, ja. Und dann war ich ja dann raus. Aber dann kam ich ja dann zurück von Frankreich und alles sozusagen und bin immer noch in die Milieu gekommen. Das ist ja klar, weil ich war nicht einfach. Der eine sagt dem anderen, ja, jetzt will ich irgendwie Biker werden oder so. Ich bin in diesem Milieu hochgewachsen und natürlich habe ich immer noch gute Freunde davon und das würde ich auch nie wegschmeißen. Und guck mal, hört Mogli schnarkt in der Hand. ja, und dann auf einmal kam natürlich ein Medi zustande und ja, dann war ich wieder mit und dann dieses Mal habe ich mir dann nach ein Stück Zeit. Wie viel Zeit? Ein bisschen über ein Jahr, meine ich. Okay, genau. Also nochmal ganz kurz, du warst also bis ganz früh damit in Berührung gekommen. Dann irgendwann aus dem Knast heraus hast du eine Bewerbung gemacht. Dann wurdest du Hangaround Prospect, dann irgendwann Member. Korrekt. Dann irgendwann gab es da eine Ungereimtheit, was nicht in Ordnung war. Du warst raus und dann warst du in Frankreich? Genau, in Frankreich kam ich zurück und dann habe ich auch meinen ersten Laden aufgemacht. Und ja, und genau, und dann kam ich dann wieder rein. Bist wieder Mitglied geworden? Nein, nicht Mitglied geworden. Ich musste wieder Prospect machen. Prospect, okay. So ist das. Du kannst nicht einfach direkt reinkommen als Mitglied. Okay. Ne, was ich auch sehr cool finde bei Helsinki. Kannst du nicht einfach reingehen, da gibt es ja andere Vereine oder andere, ich will hier keinen Namen nennen, aber da kann es man gibt ja... viele Motorrad- ja, kannst Clubs du direkt, kriegst du direkt, so, kriegst ne? du direkt Patch als Beispiel, ne? Aber... Das ist auch die Geschichte völlig egal. Auf jeden Fall, diese Zeit, wo ich raus war, weil man muss sich so vorstellen, die erste Mal, wo ich raus war, glaube ich auch, ich war so unsteuerlich. Also, was meinst du damit? Unsteuerlich war, du warst ein junger Lümmel, vielleicht, wenn ich an einem großen Tisch saß, vielleicht manchmal muss man auch lernen, vielleicht manchmal gibt es auch Zeitpunkte, wo man einfach seine Meinung zurückhalten soll. Also du warst ein bisschen zu laut. Ich war einfach wild. Mhm. Und ich war wirklich, wirklich, also integrierte Hellsehendes, mehr geht nicht. Das war mein ganzes Welt. So, du musst dich vorstellen, die erste Mal, wo ich raus war, war sehr hart für mich. Das war meine ganze Integrität, da war weggenommen. Wegen etwas, in meiner Meinung, für mich, zu der Zeit komplett behindert war. So, aber das ist egal. Auf jeden Fall war ich ja dann wieder zurück. Und, aber diese Zeit, wo ich raus war, wo ich mit war, war ich gewöhnt, jede Tag fast, in Aarhus, mehrmals am Tag eingehalten von Polizei. Ich stand immer mit einem Fuß im Knast. Ich war immer unter sehr hart Druck von den Behörden. Also, das war keine Larifari. Ich habe das schon alles sehr ernst genommen. Und, aber dann hatte ich probiert, ein anderes Leben. Weil das war ja nicht so, dass ich schon anders probiert hätte, weil ich so jung in diese Milieu reingekommen hatte. Und dann bin ich so ein bisschen von dieser Bobble rausgekommen und für mich war das einfach, und Gott sei Dank habe ich auch immer sehr viele gute Freunde außer Club gehabt. Und die waren natürlich auch immer noch für mich da. Und da habe ich einfach gespürt, dass da auch ein anderes Leben war und nicht, dass ich nicht gute Jahre im Club hatte, weil das hatte ich und das hat auch mit gemacht, um den Mann, was ich heute bin, weil der Club hat eine sehr gute Struktur, wie der Armee, ist wirklich so und du wirst hochgebaut als ein richtiger Mann. Und aber mein Leben hat sich einfach so drastisch geändert in dieser Zeit, wo ich raus war. Ich hatte mehrere Geschäfte aufgemacht und dann, wo ich mit war, wo du dann wieder drin warst. Ja, genau. Ich kenne ja auch sehr viele Leute. Und dann natürlich musste ich auch oft mit zu Meetings und dies und das. Und auf einmal hatte ich einfach die Herz nicht mehr dafür. Ich hatte auch nicht die Lust mehr dafür. Und dann gab es da auch ein paar andere Sachen, was auch intern ist für mich, das ist privat für mich. Wo ich einfach wusste, ihr kennt diesen Bauchgefühl, das ist genau das gleiche wie in einer Beziehung. Du weißt, du bist nicht glücklich. Du bist nicht glücklich mit dieser Frau. Du musst davon, ne? Und
Ja, dann habe ich die Wahl genommen. Und oft fragt Leute, kann man sich einfach so rausmelden? Natürlich kannst du das. Wenn du die immer ordentlich benommen hast und kann nicht den Patch benutzen, andere Leute unter Druck zu machen, was ich so eklig finde, ist gar kein Problem. So, ich habe mir ausgemeldet wie ein Mann auf einem Montagsmeeting. Alles gut. Und war gut. Und ich war natürlich in Left. Und ja, ich habe immer noch gute Freunde beim Club. Und ich komme nicht mehr in das Milieu, ich komme nicht mehr in die Clubhäuser, weil deswegen habe ich mich ausgemeldet, ich habe mich nicht ausgemeldet, wieder dazu kommen, habe ich mich entscheiden für mich und mein Leben hat sich geändert und ja, und ich habe viele gute Jahre da gehabt, das würde ich auch niemals wegnehmen, würde ich auch nicht ändern, wenn ich konnte und ja, Respekt an alle geht aus, genau. Alles klar. So, das war Antwort für das, aber ich habe mich selber ausgemeldet. Das hat viele Leute interessiert. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die privaten Einblicke, mein Lieber. Und danke wieder für eine schöne Folge vom High Pressure Podcast. Ja, danke, Buddy. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und noch schnell mal zum Stefan Zimmer. Bitte folgt Stefan X Zimmer auf Instagram und bitte abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr das heutige Gespräch fandet und was ihr gerne von uns hören wollt, Leute. Dankeschön. Ciao, ciao. High Pressure Podcast.